Hi, ich bin Saskia und arbeite bei E.ON. Für uns steht fest, für eine erfolgreiche Energiewende muss das gesamte Energiesystem digital sein. Eine Frage beschäftigt uns gerade ganz besonders. Wie kann uns künstliche Intelligenz dabei helfen, die Energiewende zu beschleunigen? Und welche Rolle spielt diese Technologie bereits jetzt? Das finden wir heute heraus. Hi Chris, schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung, Saskia, freue mich sehr drauf. Chatbots, Bildanalysen oder detaillierte Prognosen. In vielen Bereichen wird KI ja schon eingesetzt. Aber bevor wir dazu kommen, wo wir KI bei E.ON einsetzen, was ist KI eigentlich? Ich rede von künstlicher Intelligenz, wenn Systeme gelernt haben, eine Aufgabe selbstständig zu bewältigen. Also wenn es beispielsweise auf Basis von alten Daten gelernt hat, Muster zu erkennen und in neuen Situationen automatisiert eine Entscheidung treffen kann. Und wie setzen wir diese Technologie bei E.ON ein? Wir setzen künstliche Intelligenz eigentlich in der kompletten Company ein. Das hilft uns auf der einen Seite, bessere Entscheidungen zu treffen, herausragende Kundenerlebnisse zu kreieren und die gesamte Energiewende zu beschleunigen. Weil eins ist klar, unser Energiesystem wird komplexer, mehr Einspeiser, mehr Abnehmer und wir brauchen künstliche Intelligenz, um das zu managen. Sehr spannend. Hast du noch ein paar konkrete Beispiele dafür? Absolut. Ein Beispiel, das mir persönlich sehr gut gefällt, ist, wenn wir KI nutzen, um Fernwärmenetze zu optimieren. Wenn wir also vorhersagen können, wann welche Kunden Wärme benötigen und dann das System entsprechend optimieren können. Ein anderes Beispiel ist, wenn wir helfen können, neue Ladepunkte für Elektrofahrzeuge vorherzusagen. Weil da geht es nicht nur darum, wo wollen die Leute parken, um zu laden, sondern auch, wo ist der nächste Netzanschluss, um das ganze System auch ökonomisch betreiben zu können. Und dann sind da noch Drohnenbilder. Früher haben Menschen die Hochspannungsleitungen begutachtet. Heute werden das Drohnen sein, wo wir automatisiert mit künstlicher Intelligenz diese Bilder dann auswerten können. Neben all den Vorteilen gibt es ja auch potenzielle Risiken. Stichwort Datensicherheit. Wie gehen wir denn damit um bei E.ON? Ich will erst mal sagen, es ist ein Riesenprivileg in der heutigen Zeit, an dem technologisch Machbaren unterwegs zu sein. Aber mit diesem Privileg kommt auch eine Verantwortung einher, nämlich Verantwortung für, wie du es gesagt hast, Datenschutz, IT-Sicherheit und auch die Einhaltung von ethischen Standards. Und ich glaube, es braucht Menschen, die nicht nur technologisch cutting-edge sind, sondern eben auch sich dieser Verantwortung bewusst sind. Und mich macht persönlich sehr stolz, dass wir heute schon mehrere hundert Kollegen im Konzern haben, die genau diese Kriterien erfüllen und dass wir auf diesem Bereich auch stark weiter wachsen werden. Sehr interessant. Danke, Chris. Man kann also heute zum Abschluss sagen, dass wir künstliche Intelligenz brauchen, um die Energiewende zu meistern. Wir bei E.ON sehen KI als Chance, aber ohne die Risiken aus den Augen zu verlieren. Bis zum nächsten Mal.